Zug zur deutschen Einheit ist eingefahren. Das Problem ist vom Tisch. Die Kuh ist vom Eis und kann gemolken werden, ohne dass man kalte Füße bekommt. Jetzt, wo der Zug zur deutschen Einheit angekommen ist, kurz nachdem er abgefahren und auch nicht mehr aufzuhalten war, so abgefahren war er, ist die deutsche Frage nicht mehr offen, sondern abgeschlossen mit dem Schlüssel zur Wiedervereinigung, der ja bereits immer in Moskau herumlag, den aber jetzt dort der Kanzler endlich sich eigenhändig bückend aufgehoben hat, um das Tor aufzuschließen und die deutsche Frage zuzumachen. Oder so ähnlich. Oder wie, oder was. Ich fange nochmal an. Der Zug zur deutschen Einheit steht wie die Kuh vor dem Eisberg oder der Ochs vor dem offenen Tor, womit die deutsche Frage abgemacht ist oder abgefahren oder zugemacht und auch nicht mehr aufzuhalten durch den Schlüssel, wegen dem der Kanzler so abgehoben hat. Abgefahren ist, und zwar offen durch Moskau mit der deutschen Frage oder so ähnlich oder wie, oder was. Ich fang noch mal an. Der Schlüssel zum Zug liegt in Moskau. Moskau liegt in den letzten Zügen, das Tor ist eingefahren, das Volk hat abgehoben, der offene Zug hat sich aufgemacht nach Moskau, dort liegt der Kanzler und zuckt. Nein, ist falsch. Moment bitte, ich nehme das Zucken zurück. Dort liegt der Kanzler und sucht den Schlüssel zum deutschen Tor. Oder umgekehrt, der deutsche Tor sucht den Schlüssel zu... Ich fang nochmal an! Der Zug liegt in Moskau. Moskau liegt auf Eis, die Kuh ist abgefahren, der Kanzler ist zu. Das Tor ist die Frage und die Frage, das Tor, das Volk am Zug, der Zug der Zeit, die Zeit ist abgefahren, die Frage ist zu, das Tor ist offen, der Apfel ist ab, ich bin das Volk. Das Eis ist gebrochen, ich bin nicht mehr aufzuhalten. Das Tor ist offen, es zieht. Nein. Der Kanzler zieht die Kuh vom Eis. Jetzt ist wieder Platz für die Esel.